Dieser Junge ist durch das Rezo-Video zum Glauben gekommen. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Dank sei dem Rezo-Video hat dieser Junge sein Leben Jesus gegeben und ich durfte ihn vor kurzem taufen. Ich will euch sagen, das Rezo-Video hat nicht nur Kontroverse erzeugt, sondern auch gute Frucht zum Teil gebracht. Mir schreiben wöchentlich Leute, die frei werden wollen von Homosexualität. Hier bilde ich 5 Nachrichten ein und es sind weitaus mehr als 5. Ich rede mit Transpersonen, die frei werden wollen von ihren Dämonen, konfrontiere Dämonen in Transpersonen, so wie in homosexuellen Menschen und habe auch schon Leute befreit gesehen von Homosexualität in der Zeit, dass nicht mehr so viel von mir zu hören war auf YouTube. Das alles gesagt, will ich euch sagen, dass in Jesus ist Freude, in Jesus ist Friede, in Jesus Gerechtigkeit und Jesus erliebt euch und ist auch für eure Schuld am Kreuz gestorben, sodass wenn ihr umkehrt und glaubt, gerettet werden könnt, egal ob heterosexuell oder homosexuell. Genau, es ist eine tiefe Freude in meinem Herz für den lieben Lasse, denn so heißt der liebe Junge. Er will jetzt auch Bibelschule machen in ich hoffe, ich kann das sagen. Ich werde ihn auch nochmal fragen, ob es okay ist. Wir haben danach, also jetzt jüngere ich ihn ja ein wenig. Wisst ihr, es ist so, man führt jemanden zu Jesus, er bekommt den Heiligen Geist und dann jüngert man ihn und der Heilige Geist jüngert ihn natürlich auch mit und korrigiert ihn oder heiligt ihn. Der Prozess der Heiligung fängt an, wo Gott alles aus dir rausbrennt, rausholt, was rausgeholt werden muss. Du wirst transformiert in Jesus Ebenbild. Und ich jüngere ihn im Moment ein wenig und er hat jetzt auch schon Dämonen ausgetrieben aus seinem Cousin. Sein Cousin hatte einen Dämon des Suizides und er hat ihn rausgeholt in Jesus mächtigen Namen. Ich bin einige Leute am Jüngern und auch sie treiben Dämonen aus, auch sie heilen die Kranken. Viele von euch habt vielleicht auch gesehen, dass liebe Alpha Kevin hat ein Video zu meiner Kirche gemacht, was ziemlich Trash war, ein ziemlich schlechtes Video. Viele Sachen verdreht, viele Sachen falsch dargestellt oder in eine gewisse Richtung gelenkt, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass er gelogen hat, aber er hat auf jeden Fall viele Sachen in eine schwierige Richtung gelenkt und das natürlich mit Absicht. Aber warum breche ich das Ganze auf? Und zwar ist es so, dass ich wurde nicht indoktriniert von meiner Kirche. Ich treibe Dämonen auf der Straße aus und aus Leuten aus, die zum Teil nicht mal an Jesus glauben, beziehungsweise konfrontiere Dämonen in Leuten, die nicht mal an ihn glauben. Und auch sie manifestieren Dämonen. Egal ob auf der Straße, auf Social Media, in meiner Kirche, außerhalb der Kirche, überall ist Jesus der gleiche. Es werden Leute in meiner Kirche geheilt, aber auch ich als Privatperson bete für kranke Menschen. Ich habe gebrochene Beine geheilt gesehen, ich habe gebrochene Arme geheilt gesehen, ich habe Rücken geheilt gesehen, ich habe alles Mögliche schon geheilt gesehen in Jesus mächtigen Namen, separat von meiner Kirche. Das heißt, dieses ganze Video ist einfach damit zerstört, mit der einen Annahme oder einen Aussage von mir, dass ich separat von dieser gesamten Kirche all diese Sachen auch praktiziere in meiner privaten Zeit auf der Arbeit. Ich war vor kurzem auf der Arbeit und Gott hatte mir ganz viele Sachen über meine Coworkerin gezeigt, dass sie mit Panikattacken struggelt etc. Gott hatte über meine Chefin gezeigt, bei meiner ersten Arbeit im Hotel, dass sie sich früher selbst verletzt hat, mit Selbsthass zu kämpfen hat. Ich habe ihr gesagt, ich weiß diese Sachen über dich und sie war schockiert. Sie dachte, Digga, woher weiß er das? Und ich lebe ein übernatürliches, ganz normales christliches Leben. Die Bibel sagt in Johannes 3, 3 und 3, 5, dass wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er nicht in Gottes Königreich kommen. Du kannst jahrelang in die Kirche gehen und in die Hölle fahren. Die Kirche macht dich nicht christlich, ein chinesisches Restaurant dich nicht chinesisch und ein türkischer Döner dich nicht türkisch, sondern du musst umkehren von deiner Sünde und auf Jesus vertrauen als Herrn und Retter und ihn einladen in dein Herz. Und wenn du das heute noch machst, so kannst du Beziehung haben mit Gott, denn das ist der Sinn des Lebens. Ich meine, was machen wir hier? Wir sind bis 70, 80, 90 auf diesem Planeten. Wo geht unsere Seele danach hin? Das sind Fragen, die du stellen solltest und ich glaube, der Sinn des Lebens ist Beziehung zu haben mit Gott und deine Seele geht an zwei Orte, Himmel oder Hölle und ohne Jesus fährst du 100% aufgrund deiner Schuld in die Hölle. Du hast gegen Gott gesündigt. Du bist kriminell in Gottes Augen. Gott ist ein gerechter und heiliger Gott und du hast gegen ihn gesündigt. Aber Gott ist auch liebevoll und deswegen stirbt er in Form von Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz. Das ist so, wie wenn du eine 500.000 Schulden hast und ich zahle deine Schulden. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er ist für deine Schuld, deine Sünde am Kreuz gestorben. Genau. Das alles gesagt, möchte ich dir zum Schluss noch diese kurze Botschaft geben. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, kannst du das jetzt mit mir machen. Ich will dich einfach fragen, glaubst du, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, er wurde begraben und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden? Wenn die Antwort ja ist und du bist bereit, von deiner Sünde umzukehren und Jesus nachzufolgen, dann kannst du das mit mir beten und ein Friede wird in dein Herz kommen, den du noch nie gespürt hast. Es wird eine übernatürliche Begegnung mit Gott sein. Wenn du aber ein Spötter und ein gottloser, ein widerlicher Mensch bist, der das Ganze hier nicht ernst meint, in seinem Herzen, dann betet das nicht mit, es wird nichts für dich tun. Wobei Gottes Wort kehrt nie leer zurück, sagt die Bibel. Aber bete das hier, wenn du dein Leben Jesus geben willst. Jesus, ich bekenne
vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, ich kehre um von meiner Sünde und vertraue auf dich als Herr und Retter. Reinige mich, einen Sünder, von aller Schuld. Und Heiliger Geist, füll mich, offenbare mir die Liebe des Vaters, wie sehr mich Gott liebt, und heile mein Herz. Und einige von euch, ihr fangt gerade an, während ihr das betet, zu weinen. Ich sag es öfter, aber ich sehe es im Geist. Und ich will für dich beten, wenn du das bist. Leg deine Hand auf dein Herz. Vater, ich danke dir für diese Person. Heile ihr Herz jetzt in Jesus' Namen. Heiliger Geist, füll diese Person. Begegne dieser Person in deiner Kraft, Vater. Lass heute der Tag sein, wo sich alles ändert. Ein völlig neues Leben. Ein völlig neues Leben. Vater, lass sie mit dir sterben durch die Taufe in deinen Tod und wieder auferstehen in ein neues Leben durch die Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesus mächtigem Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, Halleluja, willkommen in der Familie. Die Bibel sagt, dass wenn ein Sünder umkehrt, dass es eine große Party im Himmel gibt. Halleluja. Schreib mir bitte privat auf Instagram, lass uns connecten. Ich will dich jüngern oder ich will mich in dich investieren. Such dir eine Kirche raus, lies die Bibel, folg Jesus nach. Gott hat einen Plan für dein Leben, nicht einen kleinen Plan, einen großen Plan. Und du kannst jetzt Beziehungen haben mit Gott. Gott hört Gebete. Teste ihn dort. Also nicht im negativen Test, sondern bete zu Gott. Und wenn es anhand seines Willens ist, dann wird es passieren. In Jesus mächtigem Namen. Amen.